Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier der Marsch. Wir werden jetzt zu Feld Nummer 14 fahren oder 2, das ist egal. Und wer ist mal wen? Und zwar in die Fläche. Da wird es auch bald trocken werden. Und wenn wir dann bei Gelegenheit schwacken oder zettern noch, also auflockern, wenden im Prinzip. Und dann machen wir ein bisschen Heu. Können wir auch die Heuballen wieder pressen. Geht ja recht gut, ne? Und das werden wir einlagern in unsere... Ach, da machen wir gleich Feld Nummer 14. So. Kursgenerierung 15. Vorgewende 2. Das stimmt nicht. Die werden wir ruhig ein bisschen schmaler machen, das wird vielleicht ein bisschen besser sein. Und neue Generierung, ne? Also Feld 15, 2, 9 Meter. Das sind, sollten eigentlich 10 sein normalerweise, aber gut bei. So, okay. Dann müssen wir kurz schauen. Dann soll ja auch. Ablage alt, die streng, Z. Da müssen wir lange Finger haben. Beilauflage, so. So. Und da verarbeiten, ne? Und wir werden dann das mal gucken nach dem zweiten Traktor mit mir weg, ne? Und da haben wir irgendwo. Das ist, nicht, das ist Schwanne. Das ist ein Flugmeister, hier ist der mit Presse. Forst machen wir jetzt nicht, das ist ein LKW mit Weizen. Das ist der, der Übeltäter, Dünger. LKW, Presse. Dünger, Stroh. Schweinefutter, weil wir was Fahrzeuge haben, Mensch. Kurz überlegen, das ist Case. Da haben wir noch schon. Ganz zum Schluss. Genau, Feld 2. Gleich geradeaus rüber. So. Da machen wir jetzt auch Mehlweg senken. Hinten senken wir auch gleich. So. Das brauchen wir nicht von der Lage. Wir wollen ja. Ich muss ja lange Finger machen. Das streng nicht feier. Links, rechts, Feuerlage. So. Wir machen Kurs berechnen, ne? Immer einen alten löschen. Kursgenerierung 2. Vorgewende machen wir 2. Ein Fahrzeug. Wenn der andere jetzt 2 hat, dann haben wir Pech. Dann haben wir eine Spur weniger. Dann muss ich halt näher gleich einen zweiten Kurs nacharbeiten. Aber sieht so aus, wenn ich so wäre. So, einstellen. Wegmachen. Gutes, trockenes Gras, ne? Kein Heu, ne? Wenn das Gras an sich nass ist, dann ist es nämlich dunkelgrün. So. Gut. Zetter haben wir hier, müssen wir gleich einen Traktor nehmen und zettern. Aber erstmal fertig mähen lassen, dann können wir gleich im nächsten Feld. Ja, das immer einsammeln, ne? Die Sauerei hier. Ich glaube, irgendwo noch mal Dünger zu liegen, ne? Da hinten auf Feld Nummer 12.
Also weiß nicht genau wie, aber irgendwie kriegt man eine Reihe, dass ich immer auslade. So. Mal kurz überlegen. R drücken. Ja, R und I ist auch einfach weg normalerweise. Ja, müssen wir jetzt aufsammeln, dann sammeln wir ja Schwierigkeiten her. Oh. Nichts schwerste kriegst du in 62. Hab ich vergessen gehabt. Ist da eine geklappt? Nö. Dann müssen wir erstmal einklappen, sonst gibt es Probleme. In der nächsten Kreuzung hängt er sich auf. Ja. Gut, dann können wir es abrechnen. Dann haben wir es auch erledigt. Die Mission konnte ich nicht machen, das einfach außerhalb des Bereichs. Und den Rest mache ich aber nicht, da haben wir schon eigene Felder. So. Hat der schön geladen? Stroh. Hat er mal abgestellt. Okay. Aber arbeiten tun sie die beiden, na gut. Läuft ja so einigermaßen, ne? Aber ich kann den zurückfahren. Wir müssen den sowieso in Anführungszeichen herrichten. Für die nächste Mission, nächste Arbeiten, die anstehen, und zwar eigene Felder, Gerste. Die Aussaat wollte ich erst können wir auch vorbereiten. Ab. Ja, frühen Herbst kann man sagen. Fangen wir mal unseren Raps ein zu pflanzen. Auf Stroh kommen jetzt Rapsfelder rauf, drei Stück. Dass die kleinen Felder werde ich immer wahrscheinlich wieder Gras. Hier wollte ich mal kurz Terraforming machen. Da wo nämlich Stroh liegt, da ist ein bisschen zu hoch. Da müssen wir anders muss rangehen mit P. Und zwar. Ja, auch lieber Lustfenster einmachen, halt planieren, angleichen. Dann ein bisschen angleichen. Bisschen ist gut. Das liegt nämlich daran, dass da das Schneidwerk immer aufliegt und dadurch macht er die Arbeit nicht. Besonders hier ist extrem, ganz extrem. Aber wir sind toll gemacht, ne? Hier muss ich auch eure Felder erstellen, ne? Das heißt, ich muss mit dem Flug übergehen. Hier ist weiter nichts, da die Ecke ist auch wieder. So, das dürfte gut sein, soweit. Dann kann man sich auch gleich ein bisschen entfernen. Da können wir mit Fluki nacharbeiten bei Gelegenheit. Bisschen heftig, ne? Machen wir ein bisschen größer. Na, das ist kleiner. Da kann besser angleichen.
Ob das jetzt gut ist? Glaube ich eher nicht, aber gut. So. Ganz gut aus. Lass mal so. Die war mal ein bisschen. Gut. Wie gesagt, vorbereiten. Als Wartung und Pflege und dann geht weiter mit Gerste, sobald reif wird. Hopfen. Hopfen wird eher reif, denke ich mal. Das heißt, Anfang abbauen und dann neue anbauen, also das Maisgebiss. Müsste dann hoch rumliegen. Und dann hier mal eins kaufen. Wie gesagt, wir haben keinen Stress, wir haben genug Zeit. Wie gesagt, Autreif macht das Feld ja alleine. Mit Kursfeld zusammen. Das heißt, wir können uns andere Sachen kümmern. Gras könnten wir eigentlich aussehen. Und wie gesagt, immer einer am anderen, ne? Wir wollen ja nicht die. Gras muss nicht heute gemacht werden, das kann auch morgen gemacht werden. Wichtig ist mal, dass wir Ernte reinkriegen. Aber mit Gras können wir ganz gut. Wir doch ein Update machen sollen wegen Ackerpflanzen. Ackergras hier. Aber gut, das war nebensächlich immer, ne? Ich muss nicht alles haben. Sofort und gleich, das muss auch überlegt sein, richtig. Ich dachte, nachher was schief geht, ne? Die Auto Drive, wenn man auch vor ein Takt auf 1.9 eingestellt wird, ne? Sonst sind die Kurse hier alle weg. Im ersten Mal starten. Das wäre äußerst ja, blöd, ne? Ja, Silage haben wir noch genug in der BGH. Müssen wir keins machen jetzt. Wir haben noch etliche. Er hat keine Berechnung gefunden. Na, das geht gar nicht. Schauen wir gleich mal nach. So, der war leer. Dann können wir mal zumachen, ne? Einfach, der sieht besser aus. Weil soll noch nichts reinfliegen, ne? Wollen wir saubere Teile hier. So. Reparieren. Das ist jetzt aber keine Vorreiter vom Winter. Das ist einfach für nächste Ernte vorbereiten. So. Takten müssen wir nicht. Muss ich mal schauen, wo ich jetzt mein Maisgebiss habe. Wenn ich eins habe. Wenn ich keins habe, muss ich eins kaufen. Dazu werden wir gleich im Menü reinschauen, dann können wir es nicht sehen. So. Zwar Menü, das heißt. Eine Garage. Doch, wir haben eins. Wo ist das? Wollen wir hier mal schauen? Warst du das gewesen mit der Meldung? Wieso ist jetzt hier kein Stroh gepresst worden? Ausgeworfen worden. Das ist schlecht.
Na gut, der ist auch noch so ungefähr, ne? Na gut. Hat aber eigentlich nichts umgestellt gehabt. Euer macht nichts. Nicht zu einer. Ja. Lassen. Das machen wir Stroh, ne? Zumindest ein Rest. So, der ist jetzt hier entgegen. Wenn wir hier mal gucken. Macht jetzt hier eine Bahn, ne? Das der andere macht jetzt diese eine. Ungünstig, dann ist er gleich wieder fertig. Da geht's nicht. Müsste komplett einmal von oben anfangen. Denn die Bahn wäre ja zu wenig. Obwohl, dann würde er zwei Bahnen machen. Wir gehen. Würde reichen. Grün, wir müssen mal rot reinfahren. Irreführend, aber gut. Rot ist rot, ne? Aber es ist halt die Richtung, die wir fahren müssen. Und Action. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Es geht schnell. Schlag auf Schlag. Ja, schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen geht's weiter. Hier mit der Ernte und hoi. Tschüss.